Willkommen bei mir, dem Thorsten Agatoto, beim Clan True Warriors. Ja, als ich heute Mittag kurz mein Spiel geguckt habe, ich dachte, was ist denn eigentlich hier los? So das erste Mal so aufs Handy geguckt, wo ich ja gedacht habe, ich könnte mir auf der Arbeit so ein bisschen Launen machen. Aber so ein Arbeitstag zwischen den Weihnachtsfeiertagen kann dann doch mal ein bisschen stressiger werden. Also ich kam irgendwie zu gar nichts und habe dann irgendwann mal in die Events gekappt, gedacht, was ist denn eigentlich hier los? Wieso kriegst du denn so viele Kriegsbonus? Boah, also hier ist echt der Event-Wahnsinn ausgebrochen bei Supercell. Ein Game Army Boost und ich habe keinen Bauarbeiter frei. Super. 4-Sterne-Bonus und ich bin nur in Meister. Was bin ich denn eigentlich im Moment? Ich bin nur in Meister 1. Naja, immerhin. Dann haben wir die Clan Rewards. Auch da gibt es Doppellot. Aha, da kommt also der doppelte Lot her. Klar, Mr. Nice Guy, der läuft schon länger hier. Der Naughty or Nice. Der Santa Spell auch. Und in 9 Stunden startet schon das nächste Event oder in knapp 10 Stunden. Also echt krass, was hier in Clash of Clans gerade geht. Aber der Frust ist groß. Ich habe gedacht, ich räume hier richtig den Lot ab, denn ich habe meine Klarkriegsangriffe gar nicht mal so schlecht gemacht. Aber ihr seht das hier, oh, verloren. Wir haben trotzdem noch verloren. Der Gegner hat einfach ein bisschen besser kompensiert an der Stelle und den Frust lasse ich jetzt erstmal gnadenlos hier an dem Spiel aus. Aber ich habe ja gesagt, ja, tolle Wurst, voll der Gemboost hier und du hast keinen Bob frei. Dann gucke ich hier in den Shop rein, denke, ach herrje, nee, was ist das denn? Jetzt hauen sie uns die Bücher auch noch hinterher. Book of Building, Book of Heroes, kein Thema. Schlage ich erstmal zu, also ich habe heute gestern eine 15 Euro Google-Karte hier gefunden. Wahrscheinlich hat einer meiner Jungs irgendeins seiner 150 Weihnachtsgeschenke verloren. Und mit Flaschenpfand, den ich heute noch weggebracht habe, komme ich auf jeden Fall auf 16,99 und das schlagen wir mal kurz zu. Und damit zahlen erfolgreich 500 Gems received, jawohl, Magic Book Pack received. Also wir haben wieder zwei Bücher hier, beziehungsweise wir haben das Bilderbuch. Und das will ich auch sofort nutzen, um den Bauarbeiter frei zu machen. Also nehmen wir das am längsten laufende Lager hier unten. 5 Tage, 6 Tage, 23 Stunden, 7 Tage. Das müsste dieses Lager hier sein. Das nehmen wir uns, 1116 Gems. Das gönnen wir uns in jedem Fall. Oh, Level Up, okay. Und ich hatte ja gesagt, ich will den Spell auch machen. Ich hatte mir die ganze Zeit den Spellzauber aufbewahrt, beziehungsweise das Spellbuch. Das machen wir auch. Mein Golem ist nämlich fertig. Endlich ist mein Golem fertig auf Level... Wo ist er? Hier ist er. Auf Level 6. Das ist natürlich super. Und ich habe aber gedacht, ich nehme den hier und ziehe den gleich durch. Da also die 150 gönnen wir uns. Und ihr seht das jetzt auch. Hier ist jetzt auch das Buch. Also ich kann das Buch einsetzen, um den gleich fertigzustellen. Das mache ich auch. Dafür habe ich mir das Buch hier aufbewahrt und das Witzige kommt ja jetzt, ich wollte ja den Heiler machen. Tolle Wurst, fehlen mir hier Ressourcen. Nicht schlecht und ihr seht das, ich habe noch keinen Gemboost angeschlagen, weil ich natürlich erstmal ein bisschen mit euch Clankriege spielen möchte und hau mir danach den Gemboost rein. Leider ist es ja mit dem großen Bonus nichts geworden, denn ich habe hier nur 787.000 reinbekommen. Hier standen über 2,6 Millionen, glaube ich, wenn wir den Klankrieg gewonnen hätten und 14.000 Dunkles. Ah, das reicht jetzt nicht ganz und auf jeden Fall haben wir jetzt einen Bauarbeiter frei. Das ist schon mal nicht schlecht und den lasse ich auch frei. Ich mache nämlich in dieser Boostzeit tatsächlich Mauern. Ich mache hier die Mauern ohne Ende. Das gönne ich mir einfach mal, denn wann kommt dieser Eingame-Boost schon mal wieder? Und gucken wir also noch mal ins Log rein. Ja, und ich war ein bisschen zufrieden mit mir, denn ich habe erst gedefft, habe dann später noch mal 3 kassiert und das waren letztendlich dann am Ende die empfindlichen 3 hier. Der Dreier auf mich, der Dreier natürlich auf Swash auch. Hier oben hat der Gegner gut agiert, muss man so sagen. Und auch im 10er Bereich haben die hier alles zugemacht. Das war ein kleiner 15er, wo es ja hier unten schon losging. Und auch ich als 11er hier, kann ich ruhig mal zeigen, glaube ich. Es ist, glaube ich, in Ordnung für meine Spielweise, für mein Verständnis, beziehungsweise für meine Angriffsstrategien, die ja manchmal auch nicht so wirklich welche sind. Habe ich aber gedacht, ich mache den 14er hier im zweiten Angriff. Im ersten Angriff habe ich einen 10er leider nur mit 2 Sternen belegt. Der hat dann später 3 bekommen.
Aber ihr seht hier so ein bisschen meine Armee, die habe ich von unserem persischen Kollegen so ein bisschen abgeguckt, der ja auch immer einen Päcker mit ganz gerne mitnimmt. Und ich habe mich auch so ein bisschen mit dieser, ja, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen mit der Armee eingeschossen. Denn ihr werdet das auch am Ende sehen. Es ist ganz nett, den einfach mal dabei zu haben, auch wenn er nur in Anführungsstrichen auf 5 ist, also gar nicht Max-Truppe. Ich glaube, der Gift hier, den habe ich ganz gut geworfen. Da fliegen nämlich jetzt die Loons so richtig schön rein. Den habe ich ja jetzt immerhin auf 5. Das heißt also, ich habe noch ein bisschen mehr Speed-Reduktion. Ich habe noch ein bisschen mehr Schaden, den der Gift-Spell macht. Und ich glaube an der Stelle, das war die richtige Entscheidung jetzt für meine Base, das so zu machen mit dem Buch. Denn dadurch spare ich jetzt 12 Tage so ein bisschen am Maxen von RH11 und habe es natürlich mal wieder nicht geblickt, dass meine Mauerbrecher hier schon wieder voll durch die Base gingen. Also die sind echt gut gelaufen, und aber auch der Rest hier. Und gönnt euch einfach mal Augenmerk auf den einen Packer, den ich ja mit hatte. Er ist hier jetzt gerade so ein bisschen in der Mitte, und die Queen macht jetzt auf jeden Fall den letzten Loon auch weg. Und habe jetzt hier unten natürlich richtig eine Masse an Truppen. Also es war jetzt nicht so der super Overkill, weil ich auch nicht genau wusste, wie machst du jetzt diese Ringbase hier? Eigentlich macht man die ja so ein bisschen klassisch. Bisschen Queenwalk, ein bisschen Funnel. Und dann kommst du hier am Ende mit Valkyren oder sonst was in die Mitte rein. Aber musste ich gar nicht. Das geht auch hier mit Bowler Only, ihr seht das. Und ich habe auch nochmal getauscht. Ich hatte nämlich erst Hexen mit im Gepäck, habe dann aber gedacht, die Multi-Infernos sind sicherlich nicht ganz so nett für die Hexen. Dann nimmst du lieber ein paar starke Bowler mit. Und ihr seht das hier, der Golem geht auch nochmal richtig gut durch. Also auch der ist richtig nett hier in Szene gesetzt worden. Und ihr seht das aber hier rechts. Ich habe meinen Warden immer noch nicht gezündet, das kam noch dazu. Und ein Zeitproblem hatte ich nicht, aber jetzt hatte ich natürlich ein kleines Truppenproblem. Nur noch ein Warden da, aber schon mal ein Golem, der hier den Bogenschützenturm tankt. Und jetzt kriegen natürlich meine Truppen da Feuer. Und dann habe ich letztendlich irgendwann auch mal den Warden gezündet. Und ich glaube, das war genau der richtige Zündzeitpunkt. Ihr seht das hier, der Päcker. Nette Truppe. Nette Truppe hat man mir dann auch im Chat bestätigt. Ich habe auch gesagt, habe ich geklaut. Die Kombi, habe es immer mal wieder ein bisschen probiert, ein bisschen geguckt, wie kannst du cool mit der Funnel, mit Hexen und Bowlern. Und ich glaube, das war für mich hier ganz in Ordnung. Also auf den 10er 3 Sterne. Und wir gehen aber einfach mal so ein kleines bisschen höher. Denn ich will ja wenigstens so ein bisschen was aus unserem Clankrieg hier zeigen, der sehr, sehr klein war. Also wir haben nur ein 15er gespielt. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe die 14er Base gemacht als Rathaus 11er, also auf einen 10er. Da könnt ihr euch dann schon vorstellen, dass es hier sehr, sehr 10 und 11 lastig war. Wir haben übrigens auch einen 11er mehr, der zu diesem Zeitpunkt hier im Clankrieg noch 10er war. Das ist der Julix. Der, ich glaube, ich hatte ihn mal angesprochen in einer Dorfbesuchsfolge, wo ich mich gefragt habe, wieso geht denn der Julix nicht auf 11? Da muss ich mal nachfragen. Und Gusten Tag später, glaube ich, oder so, hat er dann geschrieben, ich habe jetzt doch 11 gestartet. Und das ganze Ding ist jetzt auch ausgelaufen. Also die Zeit geht hier auch wirklich schnell ins Land. Und wir sehen hier den Joker mit Hexenbowler-Kombi für RH11. Die Base wollte ich auch erst machen, habe gedacht, eigentlich ziehen die Truppen hier gut durch. Und der Gegner hatte die Infernos fast überall, also außer jetzt bei meiner Base unten, glaube ich, alles in allen Bases, die ein bisschen höher waren, waren die Infernos auf Single. Ich glaube, ja, das kann sein, dass das gar nicht mal so schlecht ist. Gegen so eine Masse an Truppen hat natürlich auch so ein Single Inferno keine Chance, denn der muss natürlich immer wieder aufladen, aber wenn er auf dem richtigen Ziel ist, ein Held, der Warden, die Queen als Held, dann hast du natürlich so ein bisschen verloren, und der zieht natürlich auch schnell mal auf so einen Bowler durch. Ich glaube, ein Bowler auf Level 3 hat 350 Heal Points, meine ich, die sind natürlich dann auch schnell mal abgezogen, aber jetzt hier mit den Skeletten keine Chance für den Single It, wir nennen ihn aber ganz kurz It, Inferno Turm oder Inferno Tower. Und so waren das auch hier vom Joker relativ zum Schluss. Also ich habe meinen Angriff auch in der Mittagspause irgendwo hingelegt, weil ich gedacht habe, wenn du ihn jetzt nicht machst, du hockst hier noch so lange im Büro rum, dann verpennst du das nachher oder kriegst keinen Gegner mehr ab. Und deswegen habe ich den dann doch relativ zeitnah gemacht, damit ich hier zumindest den Clan so ein bisschen an der Stelle helfen konnte. Bis zu dem Zeitpunkt sah es eigentlich auch noch ganz gut aus. Aber unten haben wir uns dann an den starken 10er und 11er Bases recht schwer getan. Und der Gegner hat es einfach besser gemacht.
Punkt. Muss man mal wieder so sagen. Und so ist unser Lok leider wieder ein bisschen roter geworden mit nur einem Sieg irgendwo da dazwischen, den wir da eingefahren haben. Ist schlimm. Eigentlich müssen wir besser sein. Aber wir geloben einfach Besserung und es ist ja nach wie vor ein Spiel, was uns allen Spaß machen soll. Ich hoffe, es macht euch weiterhin auch Spaß hier, gerade in dieser Boostphase hier, die ist echt, echt krass, muss man mal so sagen. Und hier haben wir einen schönen Hawkrider-Angriff von RH11 auf RH11. Wenn auch noch nicht ganz maxed out, aber ihr seht das hier, der Adler ist auf 2. Die restliche Defense hat der Kollege hier schon, glaube ich, ganz gut hochgezogen, obwohl ich im Moment nur 4 Magiertürme. Eigentlich müsste er 5 haben. Ich weiß gar nicht. Das bleibt jetzt sein Geheimnis hier, muss man mal so sagen. Aber er hat hier auch die Masse an X-Bögen, wenn auch erst auf Level 1. Also ich nehme mal an, die andere Defense hat er noch nicht rausgebracht an der Stelle dann. Und so geht das hier erstmal mit dem Kill-Squad los. Nicht ganz Classic Go-Hawk für den RH11-Bereich. Ich gehe mal wieder ein bisschen näher rein für euch. Sondern dann schon eher so ein bisschen unterstützt mit Bola, Heiler, Warden, Riesen. Und jetzt kommen hier die Maxed Out Hawkrider rein. Und ich habe ja gesagt, alle im oberen Bereich hatten ihre Inferno-Türme auf Single. Ja, und ihr seht das, der erwischt immer nur einen Hawkrider. Hier voll die Tesla-Farm auch noch mit erwischt. Also gutes Ding hier. Und jetzt auch gegen den Queen, gegen den King ist alles nicht so schlimm. Das sieht alles noch wirklich, wirklich gut aus. Und in diesem Event-Wahnsinn hier dann auch noch den Clan-Krieg zu spielen, wo ja wirklich alle schon am Farmen waren wie die Irren. Und ich habe nur gedacht, oh Toto, wenn du nach Hause kommst, hast eh so wenig Zeit. Familie drückt. Okay, komme ich erstmal nicht wirklich zu, das Ganze zu genießen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich werde sicherlich noch die eine oder andere Boostphase einlegen. Und werde hier auch mal gucken, wie viele Mauern ich schaffe. Ich habe jetzt noch, ich schreibe mir das einfach mal auf, 108 Mauern zu machen. Mal sehen, wo ich in knapp 7 Tagen mit meinen Mauern stehe. Denn wie gesagt, der Bauarbeiter, ich lasse ihn jetzt einfach mal frei 7 Tage. Denn ich habe noch so viel zu leveln hier im Rathaus Level 11 Bereich, dass es auf die 7 Tage jetzt auch nicht ankommt. Okay, ich habe jetzt ein bisschen natürlich auch wieder gespart an dem Lager. Gar keine Frage. Aber das habe ich mir einfach mal gegönnt. Dank Google Play Karte und Flaschenpfand. Mehr geht ja nicht. Ich muss mir das Ganze ja irgendwie zusammenkümmeln, um auch mir noch so ein kleines nachträgliches Weihnachtsgeschenk zu machen, wo ich ja so gut wie nichts gekriegt habe, weil ich auch nichts will. Denn das, was ich immer tatsächlich will, das wollen mir die anderen nie schenken. Deswegen muss ich es mir selber kaufen. Deswegen kriege ich nicht zu Weihnachten. So einfach ist das. Aber schön gemacht hier von Hocke auf die Nummer 10 hier auf das starke RH10 hier. Ja, und dann verließen uns so ein bisschen. Zu dem Zeitpunkt hier war der Julix, der jetzt Rathaus 11 ist, noch ein Rathaus 10er. Und ist aber immer schon sehr, sehr stabiler Angreifer gewesen. Was, wenn es darum ging, die 10er machen die 11er mit guten 2 Sternen hier. Und das macht er auch wirklich gut, kann man nicht anders sagen. Teilweise sogar mit Ansage. Und aber klar, hier steht RH außen. Ich glaube, ich habe ja auch im RH10-Bereich so ähnlich angegriffen. Das heißt also, man nimmt sich irgendwo das Rathaus weg oder nimmt viele, viele Prozente außen mit dem Queenwalk, wie er das hier macht. Erwischt vielleicht noch eine Luftabwehr. Was hat er? Hat natürlich keine Mauer hier dabei, keinen Sprung dabei. Ah, da ist die Luftabwehr schon in nicht mehr erreichbarer Nähe, denn das müssten schon fast 1, 2, 3, 4, 5... sind bestimmt 7 Felder, das erreicht die Queen leider nicht. Und ist aber nicht schlimm. Der ein oder andere X-Bogen, die ein oder andere Defense geht schon mit weg. Und jetzt muss ich euch das so ein bisschen nach so nehmen. Ja. Zum Adler kommt er. Ich denke mal, Adler schafft er auch nicht mehr ganz. Aber reichlich Defense hier schon mal rausgenommen. Aus der Base hier reichlich Prozente rausgenommen aus der Base. Ich bin ja mal gespannt, wann er jetzt gleich mit seinen Drachen kommt. Denn er erreicht weder den X-Bogen noch die Luftabwehr da, dort. Also diese hier, die ich jetzt gerade anklicke. Und jetzt kommt er hier schon Stück für Stück mit den Drachen rein. Relativ einzeln gesetzt.
damit die nicht noch irgendwo quer an der Seite rumfliegen. Queen ist jetzt schon Geschichte und jetzt muss er eigentlich nur den zweiten Stern holen, beziehungsweise erstmal den ersten Stern mit den Prozenten und den zweiten Stern mit den Drachen und dem Rathaus. Das macht er hier wirklich gut. Also ist nach wie vor echt eine super Strategie hier, so zwei Sterne auf ein, ja, ich hätte gesagt, ja, es ist Full Maxed Out R11 und aber es ist auch nicht das erste Mal, dass er so angreift. Das Ganze kann man ganz gut üben, muss ich sagen. Wenn man mal so ein bisschen Luft auch in den Klarkriegen hat, wo man dann sagt, so, ich gehe jetzt mal auf den Elfer, mal sehen, wie ich mich da schlage. Im Farmen klappt das immer, aber da kommt dann keine Klarenburg raus und die Bases sind teilweise anders. Aber hier hat das richtig gut geklappt. 54% hat jetzt vor allen Dingen noch unten den King für die restlichen Prozente. Kommt auch noch dazu, okay, der kommt jetzt, denke ich mal, nicht mehr ganz durch die Mauer durch. Dafür ist es dann ein bisschen hart für einen 40er, aber ihr seht das, 58% finde ich absolut in Ordnung. Und schönes Ding hier gewesen von Juli. Ja, aber zwei Sterner von Norman, also auch die nehme ich hier alle mit rein, ist überhaupt kein Thema. Denn im oberen Bereich drei Sterne, ja, das wird schon knackig. Und ihr seht ja auch beim Gegner, sind die ersten Lager fertig hier, diese pink oder diese rosé-farbenen Lager. Auch der hat dann schon mal die eine oder andere Truppe mehr. Ich habe jetzt 10 Truppen mehr, also 250. Mal sehen, wie das so weitergeht. Denn ich bin hier im Moment nicht im Klankrieg gelistet. Das will ich euch gleich kurz einmal anreißen, warum das so ist. Denn ich habe mich auf Rot gestellt, obwohl ich kein Helden im Moment im Ausbau habe. Ich habe ja jetzt ein Heldenbuch. Mal gucken, ob nicht vielleicht sogar ein Queen-Level in den 7 Tagen drin ist, wo ich mein Heldenbuch für einsetzen kann. Denn sparen will ich das nicht. Ich will dann schon damit einen Held machen. Aber die 17 Euro heute, glaube ich, waren einfach mal drin. Ich weiß, jetzt habe ich wieder über 10.000 Gems und kann natürlich, ja, die behalte ich einfach für den Schub nach den Schüben hier. Aber ein Gem-Boost ist schon, es ist einfach genial, muss ich sagen. Und ich war echt erstaunt, dass Supercell nach den Clan-Spielen, die ja fast doppelt am Stück da waren, mit den einen Gem-Boost auf die Lager, jetzt nochmal hier ein Gem-Boost auf die Kasernen raushaut. Plus Doppel-EP-Bonus und plus den Bonus, den zusätzlichen Bonus in den Ligaspielen, also den Liga-Bonus. Da war ich echt sehr, sehr überraschend. Oder sehr überrascht und finde das natürlich super. Eine tolle Aktion hier zum für nach oder zum Fest und nach dem Fest hier zum Jahreswechsel. Also richtig krass, die wollen nochmal, dass hier nochmal richtig lange gespielt wird. Die 1 hat hier auch der Julix gemacht. Okay, den haben wir jetzt schon gesehen. Dann gucken wir uns den auf die Nummer 2 nochmal an vom Guki hier. Ja, auch hier ist es immer so, da ist das Rathaus sehr verlockend, muss man sagen, weil es auch ein bisschen am Rand steht, aber ihr seht das hier schon, es ist ja Hölle verteidigt. Es ist Hölle verteidigt. X-Bogen schießen hier aus dritter, vierter Reihe ständig auf die Truppen und glaubt man nicht, so eine Base hier ist sehr, sehr schwer. Du holst zwar das Rathaus mit ein paar Prozent, das ist so ähnlich wie bei mir in der Nachtbase, wo ja auch fast jeder sich das Rathaus holt oder die Bilderbase, aber dann den Rest. Den schaffst du dann nicht, die restlichen Prozente. Ihr seht das, er ist jetzt gerade mal mit dem Rathaus bei. Ja, es waren gerade so 22% und muss ich hier jetzt noch richtig, richtig durch die Base durchdrücken. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass den Truppen hier manchmal so ein bisschen die Luft ausgeht. Sie hauen erst richtig rein hier in die Base und dann ist da irgendwo so ein Schlupfloch. So, oh, jetzt geht's schleppend, jetzt wird's, boah, ihr seht das hier, 47%, 48%, 49%, also jetzt rast es auch gar nicht mehr so in den Prozenten. 50, wird dann zweiten Stern. Aber hat er ganz gut gemacht, denke ich mal. Wir haben uns auch gut geschlagen hier. Wir waren jetzt nicht so wirklich niedergeschlagen, dass wir gesagt haben, Mensch, den CK haben wir wirklich schlecht gespielt. Nein, wir haben den CK gut gespielt. Und der Gegner hat es einfach ein bisschen besser gemacht, ein bisschen cleverer gemacht, so muss man es auch sagen. Waren aber auch starke Angreifer. Das hat man in den ersten Kämpfen auch gesehen, die die gemacht haben. Und so ist das hier bei 59% geblieben. Das ist aber auch in Ordnung hier vom Cookie auf die Nummer 2. Hier tut sich jetzt nichts mehr. Und ich hoffe, die Folge, die Halbfrust-Folge hat euch gefallen. Ich werde jetzt in jedem Fall mal meine ganzen Sachen boosten. Ich muss mal gerade gucken, wie billig und teuer das eigentlich ist. Das kostet schon mal nur ein Gem. Dann kosten die Helden, okay, die kosten auch jeweils ein Gem. Das heißt, wir haben 3 Gems schon mal verschwendet, 4 Gems verschwendet und... Wo haben wir die? Ja, die machen wir mal auch.
5 Gems. Okay, kann ich mit leben. Ich habe 500 dazu gekriegt. Alles tut hier. Ich hau jetzt ein bisschen rein, dass ich auf jeden Fall meine Heiler anstoße. Also es werden die Heiler. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen hier. Wenn ja, lasst mal am Ende den Dicken wieder da. Und bis dahin, euer Toto. Erst.